Ja, Hallöchen, grüßt euch meine lieben Balkongartenfreunde. Ich bin zu dir hier vom Balkon her. Ja, und heute drehe ich für euch hier wieder ein Radieschenvideo. Ja, das ist hier die Sorte Riesenbutter Vitessa. Ja, habe ich nicht am 3. März ausgesät. Das ist noch altes Pflanzschild. Ja, die hatte ich Anfang Mai ausgesät. Jetzt sind so 4-5 Wochen vergangen. Und ja, ich werde jetzt die Sorte mal abernten und dann werde ich den Geschmackstest machen und euch noch ein paar Dinge über die Sorte erzählen. Ja, dann schauen wir doch mal rein, was das hier für Radieschen sind. Ja, die sehen doch schon mal richtig schön aus. Und da werde ich jetzt mal hier alles abernten und die Radieschen waschen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Radieschen sind abgewaschen und jetzt schauen wir uns die doch mal hier näher an. Das ist die Sorte, wie erwähnt, die Sorte Vitessa Riesenbutter. Ja, da sind noch ein paar kleine Exemplare dabei. Ich habe sie halt trotzdem jetzt schon abgeerntet, aber die können so schön groß werden wie das Radieschen hier. Ist eher länglich, nicht ganz so rund, aber ich denke mal, die sind sicherlich gut im Geschmack und das werden wir jetzt mal hier testen. Dann nehme ich doch ein kleineres hierher. So. Sehr gut. Ein sehr schöner, intensiver Radieschengeschmack, muss ich sagen. Von der Schärfe würde ich mal sagen, mittelmäßig bis scharf. Also wer jetzt eher milde Sorten bevorzugt, für den ist die Sorte Riesenbutter Vitessa nichts. Aber auf jeden Fall sehr schön kompakter Geschmack, nicht holzig, würde man jetzt vielleicht vermuten wegen den Streifen hier. Nee, das hat damit nichts zu tun. Das sind hier die Wurzelausgänge, wie man sehen kann. Die hat hier sogar, die Radieschen haben hier sogar an der Seite Wurzeln gebildet. Also sehr wurzelstarke Sorte. Ich denke mal daher auch sehr resistent. Ja, beim Anbau habe ich hier eigentlich nichts gemacht, einfach nur ausgesät. Übrigens, die haben hier, die Samen waren in einem Saatband, also ganz einfach zum Aussehen. Ja, dann habe ich sie angegossen, immer schön feucht gehalten jeden Tag und nach 4 bis 5 Wochen habe ich hier so schöne Radieschen hier auf dem Balkongarten. Ja, jetzt schauen wir uns doch noch die Samentüte an, was da drauf steht. Also die Sorte Riesenbutter, ja, großes, pelzfestes, knackiges und zartes Radieschen mit mild würzigem Geschmack. Ja, mild, ich würde mal eher so sagen mittelmäßig. Für Freilandanbau und Frühjahr bis Herbst geeignet. Ja, ist eine tolle Sorte auf jeden Fall. Hier auf dem Bild sehen die ein bisschen anders aus. Da sind die schön rund. Da sehen die aus, als wären die ja, genmanipuliert. So gleichmäßig sehen die alle aus. Bei mir sehen die hier biomäßig so aus. Das ist mir auf jeden Fall lieber als sowas hier genormtes. Ja, meine Lieben, auf jeden Fall ein leckeres Radieschen. Ich bevorzuge jetzt ja eher so die milden Sorten, bis mittelscharf, ja, die geht auch noch, aber lieber habe ich dann doch so ganz leicht milde Sorten beim Radieschen. So, das war es jetzt auch schon von diesem kurzen Radieschen-Produkt, ja, was heißt Produkt, Sortentest. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und wenn ihr weitere Videos wollt, dann den Abo-Button nicht vergessen, mit der Glocke natürlich, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt. Und wir sehen uns bald wieder, euer Christian von Balkonien. Ciao!